Es ist das erste Interview des russischen Präsidenten mit einem westlichen Journalisten seit Kriegsbeginn. In der Nacht hat der rechte US-Talkmaster Tucker Carlson sein Gespräch mit Wladimir Putin veröffentlicht. Interviews mit anderen ausländischen Journalisten hatte der Kreml zuvor stets abgelehnt. In dem über zweistündigen Interview des Tucker Carlson Networks behauptet Putin, dass die Kriegsgefahr eigentlich nur von der NATO ausgehe. Do you think NATO is worried about this becoming a global war or a nuclear conflict? At least that's what they're talking about. And they're trying to intimidate their own population with an imaginary Russian threat. This is an obvious fact. And thinking people, not Philistines, but thinking people, analysts, those who are engaged in real politics, just smart people, understand perfectly well that this is a fake. They're trying to fuel the Russian threat. The threat I think you're referring to is a Russian invasion of Poland, Latvia, expansionist behavior. Can you imagine a scenario where you sent Russian troops to Poland? Only in one case, if Poland attacks Russia. Why? Because we have no interest in Poland, Latvia, or anywhere else. Why would we do that? We simply don't have any interest. It's just threatmongering. Putin hatte vor dem Einmarsch in die Ukraine allerdings ebenfalls bestritten, das Land angreifen zu wollen. Später nutzte er eine angebliche Bedrohung Russlands durch die Ukraine als Vorwand für den Angriff. In dem Interview behauptet Putin auch, der Krieg könne längst vorbei sein. Seems ridiculous and very sad to me, because as Mr. Arakamiya put it, we could have stopped those hostilities with war a year and a half ago already. But the British persuaded us and we refused this. Where is Mr. Johnson now? And the war continues. So I just want to make sure I'm not misunderstanding what you're saying. I don't think that I am. I think you're saying you want a negotiated settlement to what's happening in Ukraine. Right. And we made it. We prepared the huge document in Istanbul that was initialed by the head of the Ukrainian delegation. He affixed his signature to some of the provisions, not to all of it. He put his signature and then he himself said, we were ready to sign it and the war would have been over long ago, 18 months ago. However, Prime Minister Johnson came, talked us out of it, and we missed that chance. Großbritannien hatte es abgelehnt, Sanktionen gegen Russland zu lockern, wenn nicht alle russischen Truppen aus der Ukraine abgezogen werden. Letztlich waren die Verhandlungen aber gescheitert, weil ab Anfang April 2022 die Massaker von Butscha bekannt wurden. Der ukrainische Präsident Zelensky hatte daraufhin erklärt, es sei schwierig, die Gespräche weiterzuführen. Experten gehen davon aus, dass Putin dem Interview kurz vor der Präsidentenwahl zugestimmt hat, weil er einen Vorteil für sich sehe. Er setze darauf, dass der Westen seine Unterstützung der Ukraine zurückfahre, die USA mit ihrer eigenen Präsidentenwahl beschäftigt seien und die innenpolitischen Probleme in der Ukraine zunehmen. Putin nutze Carlson als Zugang zum US-amerikanischen Publikum. Der frühere Fox News-Moderator spricht eine eher rechtsgerichtete Zuschauerschaft an. Er ist für die Verbreitung von Verschwörungsmythen bekannt und wurde unter anderem wegen Falschbehauptungen über die US-Wahl verklagt. Im vergangenen Jahr wurde Carlson von seinem Sender gefeuert. Über soziale Medien erreicht er aber weiterhin Millionen Menschen. Am Abend ist der Bundeskanzler in Washington gelandet. Keine 24 Stunden später wird Olaf Scholz wieder abfliegen. Das Thema Ukraine-Hilfen und die Blockade weiterer Gelder im US-Kongress dürfte dabei ganz oben auf der Agenda stehen. Und jetzt ist der Moment, wo wir das tun müssen, was jetzt erforderlich ist, nämlich gemeinsam der Ukraine die Möglichkeit zu geben, sich zu verteidigen und gleichzeitig an den russischen Präsidenten ein sehr klares Signal zu versenden. Das Signal nämlich, dass er nicht darauf rechnen kann, dass unsere Unterstützung nachlässt. Und doch fordert die Opposition, dass auch Deutschland seine Strategie ändern müsse. Es reicht nicht, die Ukraine zu unterstützen, solange es nötig ist, sondern so rasch mit so viel wie möglich, damit nicht mehr so viele Opfer sind. Ein Großteil der Opfer, die die Ukraine zu beklagen haben, zivil wie militärisch, liegt an mangelnder Munition.
Für die Ukraine ist das existenziell. Im Kampf gegen die russische Armee ist sie auf neue Waffenlieferungen aus dem Westen angewiesen. Wenn Hilfen aus dem Westen sich verzögern oder gar ausbleiben, bezahlt die Ukraine das mit dem Blut ihrer Soldaten, heißt es hier. Doch das liegt nicht in der Hand von Scholz und Biden. Wenn die Republikaner die Hilfen weiter blockieren, könnte es eng werden für die Ukraine.